Ja, ich verbinde mit dem Trauertag, wo demnächst stattfindet, eine Beziehung, die ich hatte von 16 Jahren. Ein Mädchen, was eigentlich recht goldig war. Und habe auch letztes Jahr habe ich einen Gedenkstein für sie gemacht. Den habe ich daheim bei mir an der Yoga-Palme eingepflanzt. Und ja, ich verbinde halt den Tag und ich will die halt auch jetzt momentan mit dem Video, möchte ich halt ein bisschen so ein Ehren halten, weil das ein richtig goldiger Mensch war. War aber leider auf dem Heroin auch so weit abgestürzt ist, dass er halt im Ostpark in der Notunterkunft halt danach verstorben ist. Von vorn zu.